Der KFC Uerdingen macht gerade hauptsächlich durch Terminverschiebungen und wetterbedingte Spielausfälle Schlagzeilen. Innerhalb von 2 Monaten müssen nun noch mindestens 17 Spiele absolviert werden. Doch KFC-Trainer Erik van der Lühr nimmt die Situation an. Von einer Seite ist es angenehm. Von der anderen Seite ist es natürlich eine einzige Katastrophe die vergangenen Wochen. Wir sind davon ausgegangen, dass wir vergangenen Mittwoch hier gegen Sonsbeck gespielt hätten. Ja, nur dann bin ich unterwegs in meinem Heimatland und dann kriegst du hier ein Bild, wird da weitergeleitet und dann denkst du, du bist Trainer in Island. Also wir sind jetzt selber am gucken, ob wir Spiele verlegen, ja, weil ich habe das Gefühl, dass der Verband nicht so richtig da rauskommt. Wirst du dann in Zukunft mehr Rotation in die Startaufstellung bringen müssen? Jeder kennt mich als der nicht so große Wechselkönig. Also aus dieser Sicht bin ich nicht vornehm, so etwas anderes zu machen, wie wenn einer müde ist, kommt ein neuer rein. Aber ich würde nicht großartige Dinge ändern. Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich der Personalplanung für die kommende Saison? Ja, da sind Gespräche mit vor allem zuerst die Spieler von uns. Und dann werden wir uns Gedanken machen über Externen. Aber die wichtigsten Spieler sind die, die im Moment hier sind. Bei anderen ist es so, dass wir gucken müssen, wie die sich in die kommenden Monate entwickeln. Und dann werden wir auch Leute holen, die, ich würde mal sagen, Stamm sind. Wie siehst du die Stärken oder wo siehst du die Stärken von Mike Huter? Mike hat eine Qualität, die, glaube ich, in der 1., 2., 3., 4., 5. Liga nicht anwesend ist. Und das ist seine Schnelligkeit. Nur Mike braucht auch ein bisschen Vertrauen und das kriegt er von mir. Ja, er hat gedacht, weil er, ich würde mal sagen, in der Hinrunde fast nur reingekommen ist, dass ich gar nichts von ihm halte, aber das ist das Gegenteil, weil ich habe zum Lakis gesagt, der Erste, der verlängert werden soll, ist Mike Kuta. Warum? Das ist eine Waffe, die in der Regionalliga keiner hat. Und ja gut, jetzt ist Benny aus dem Rennen und jetzt macht Mike sein Ding und das macht er in die 2 Spiele, macht er das mehr wie vernünftig. Mike Kutter ist aufgrund seines Einsatzes, seiner Schnelligkeit und nicht zuletzt durch seine Frisur schnell zum Publikumsliebling aufgestiegen. Ihm gefällt das aber auch sehr beim KFC. Ja, super. Ich muss schon eins sagen, eins hervorzuheben sind natürlich die Fans. Die sind einfach nur geil. Und ja, bei mir im Spiel peitschen wir uns nach vorne und finde ich einfach nur Hammer. Und ich denke, das gibt uns noch die nötigen Prozente mehr im Spiel, Gas zu geben, weil die sind ja wirklich bei allem, bei Wind und Wetter dabei. Und das gefällt uns super und sind einfach super Fans und gefällt mir richtig gut. Okay. Du bist im Spiel immer einer der Schnellsten auf dem Platz. Weißt du selber, wie schnell du bist auf 100 Metern? Leider nicht, aber kann ich demnächst testen und dann können wir nochmal ein Interview machen. Was sind deine persönlichen Ziele für die Rückrunde? Stammspieler bleiben, jedes Spiel zu gewinnen mit der Mannschaft, Erfolg zu haben und dann die Aufstiegsfeier hoffe ich, dass sie demnächst kommt.